Hallo ihr Sepplinge, herzlich willkommen zu einem neuen Projekt bei uns auf dem Kanal. Ich freue mich tierisch darauf, jetzt mit euch My Horse and Me 1 zu zocken. Ich muss ehrlich sagen, ich habe das Spiel schon, als es rausgekommen ist, wirklich gefeiert, denn ich liebe die Grafik. Ich finde sie bis heute nahezu eigentlich unerreicht, muss ich wirklich sagen. Ich bin wirklich... ich freue mich echt, das jetzt richtig mit euch, hier richtig mit euch durchstarten zu können und das spielen zu können. So viel vorweg, es ist eher wirklich eine reine Reitsportsimulation. Es gibt keine Story, was ich hier aber auch nicht störend finde. Denn das Spiel braucht für mich persönlich jetzt hier keine Story, um wirklich gut zu sein, weil das ist wirklich auch so schon im Simulationsbereich, im Springsport sehr, 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 sehr gut. Es gibt auch Minispiele. Die sind für mich tatsächlich auch neu, die habe ich noch nie gemacht. Deswegen wird das für mich mit euch auch das erste Mal, dass ich mir die anschaue. Die Turniere kenne ich schon und deswegen freue ich mich einfach, jetzt das Spiel mit euch spielen zu können. Lange Rede, kurzer Sinn. Fangen wir an. So, ich hatte gerade schon einen Schreck. Puh. Also, Profil. Ich habe es schon erstellt. Mein Pferd heißt Romero. Aber wir wollen uns natürlich noch anpassen, mein Pferd und ich. Denn das habe ich noch nicht gemacht, da wollte ich euch direkt mit reinnehmen. Das heißt, wir werden wahrscheinlich heute noch nicht so großartig was an Prüfungen schaffen. Aber ich fand es einfach wichtig, dass ihr hier mitmacht. So, machen wir erstmal mich. Wir schalten im Laufe der Zeit immer weitere Sachen frei. Und ja, ihr seht es hier unten schon, es ist relativ viel tatsächlich. Was haben wir denn hier aktuell sonst noch? FEI, Föderation Equestre Dingsbums International. Ich kann das so nicht aussprechen. Ich kann ja kein Französisch. Aber es ist auf jeden Fall die internationale Reitförderung. So, wenn hier das ist mit so pink. Es ist auch pink. Ach komm, wir bleiben trotzdem bei dem hier. Kling. Ich muss mal gucken, ob ich vielleicht mal noch den Ton leiser mache. Wie kam ich denn? So kam ich hier raus. Genau. Hosen, was haben wir denn da? Caramello. Dann haben wir hier eine graue. Die ist auch cool. Eine schwarze. Ich finde die grau zu den pinken ganz cool. Obwohl die braune ist auch... Ach komm, wir bleiben erstmal bei der hier. Ich verändere ja wirklich sehr, sehr viel, muss ich ja sagen. Schuhe, da haben wir aktuell hier nur die mit den Stiefelstrümpfen. So sollte man natürlich eigentlich nicht springen oder sowas, das ist klar. Aber wir haben hier aktuell noch nichts anderes. Jacken gibt es hier auch, wenn man denn hier... sieht jetzt so doof aus mit den Strümpfen, deswegen werde ich hier erstmal noch kein Jackett nehmen. Das sieht wirklich dann was aus, wenn man dann die Reitstiefel hat. Vorher ist das ein bisschen komisch. Kann man dann auch nochmal auswählen zwischen. So. Wobei die wir da gerade hatten, die war eigentlich ganz cool. Wollen wir vielleicht die nehmen? Die hier? Komm, die ist doch cool. Die gefällt mir, auch wenn es viel rosa ist. So, eine Kappe. Eine Kappe ist wichtig. Da nehmen wir die schwarze. Zack. Handschuhe finde ich persönlich auch immer für mich jetzt recht wichtig. Das muss natürlich jeder für sich selber entscheiden. Ich finde es aber deutlich angenehmer, mit Handschuhen zu reiten. Und den Charakter will ich natürlich gerne noch ändern. Mädchen 1, Mädchen 2. Ich würde ihn jetzt gerne drehen. Ich weiß nämlich nicht mehr, was hier eine dunkle Haarfarbe hat. Haha. Ich hätte vielleicht meinen Helm vorher absetzen sollen. Ich nehme jetzt einfach mal das hier. Mädchen 3 nehme ich jetzt mal. Ich bin jetzt Mädchen 3. Namen habe ich schon festgelegt. Okay. Striegeln können wir hier auch. Das ist ja aber eigentlich wirklich eher zweitrangig. Das muss man im Endeffekt gar nicht machen. Ich werde es euch trotzdem mal noch zeigen. Haben wir verschiedene Schecken. Der Overo, der jetzt gerade nicht lädt. Da jetzt. Overo 2. Ein Rotfuchs. Ich werde mal gucken, ob ich so ein bisschen wirklich Romero erstelle. Eigentlich auch ganz cool hier von der Auswahl, muss ich sagen. Dunkelbraun finde ich auch mal sehr, sehr hübsch, muss ich sagen. Ein Palomino haben wir natürlich auch. Der Overo 1, das ist auch eine sehr schöne Checkung hier. Ich schaue gerade, was ist denn so am ehesten? Ja, das hier könnte man... Ich glaube, ich werde... Ich glaube, ich werde das hier mal für Romero nehmen, auch wenn er nicht so eine Blässe hat. Die ist ein bisschen anders. Oh, ich habe es anscheinend nicht gespeichert.
So, jetzt habe ich's. Mähnenfarben können wir natürlich auch aussuchen. Hellviolett, Silbergrau, Marmorgrau, bläulich, hellweiß, weiß, hellbraun, gelbliches Weiß, bräunliches Weiß, hellbraun, hellorange, braun, rotbraun. Und hier sind wir wieder bei hellviolett. Ich werde jetzt hier das Grau nehmen, weil das ist so für mich das, was am ehesten nach Schwarz aussieht. Aber das sehen wir dann im Spiel auch nochmal. Es ist so, ich finde es echt grafisch, vor allem wenn man überlegt, wie alt das Spiel schon ist. Ich weiß gerade ehrlich gesagt gar nicht mehr, wie lange es das schon gibt. Aber auf jeden Fall schon sehr, sehr lang. Das muss ich wirklich sagen. Ich glaube, ich nehme die hier mit dem Rot direkt. Sattelzeug. Wir haben einen braunen. Haben wir auch schon schwarz. Schwarz haben wir auch schon. So ein dunkelbraun haben wir auch schon. Eigentlich hat er ja schwarz. Da schüttelt er sich wieder. So, und einen Namen haben wir schon festgelegt. Das heißt, wir können jetzt mal anfangen. Wie gesagt, das Striegeln zeige ich euch noch nicht. Das ist im Endeffekt, ist das hier auch nur in so einer Kuppel, wie ihr das vorhin vielleicht schon im Trailer gesehen habt, als wir das Spiel gestartet haben. Jetzt haben wir hier die Erfolge, können wir uns angucken. Profile wechseln können wir, Optionen. Da muss ich noch was drin umstellen. Denn ich möchte die Trainingskommentare gerne deaktivieren. Ansonsten labert die nämlich immer rein von wegen, du darfst den Sprung nicht so schräg anreiten. Und Untertitel möchte ich bitte auch aushaben. Kann man einstellen. Ja, man kann auch aus der Ich-Perspektive tatsächlich spielen. Also es gibt hier verschiedene Sachen. Auflösung habe ich eingestellt. Hoch haben wir auch schon eingestellt, sehe ich da gerade. Musiklautstärke. Sollte ich vielleicht noch ein Ticken leiser machen. Machen wir mal so. Soundlautstärke ist eigentlich gut so. Okay, ich würde sagen, dann sind wir jetzt bereit zum Durchstarten. Mitwirkende brauchen wir nicht beenden, wollen wir nicht. Wir wollen reiten. Wir können trainieren, wir können Springreiten machen und Minispiele. Und es gibt auch Multiplayer-Springreiten. Ich würde sagen, machen wir jetzt mal ein Training. Ach komm. Training, da kann man eigentlich im Endeffekt nur so ein bisschen kreuz und quer reiten, ohne dass man Parcours vorgegeben hat. Ich würde sagen, wir fangen mal mit dem Anfängerspringreiten an. Und zwar mit der hügeligen 9, dem ersten Parcours. Zack. Die hügelige 9. Durch Ausprobieren der verschiedenen Sprungstile kannst du dich auf Wettbewerbe vorbereiten. Führe dein Pferd durch einen Hindernisparcours und überspringe die Hindernisse in der richtigen Reihenfolge. Reite so schnell du kannst, aber versuche ohne Fehler durchzukommen. Der Reiter mit der schnellsten Zeit und den wenigsten Fehlern gewinnt. Die ganz normalen Springreitregeln. Das Reglement ist ja klar. Hier an der Seite haben wir angezeigt, wie schnell wir sein müssen, um Bronze, Silber oder Gold zu gewinnen. Wir haben einen sonnigen Tag hier in der wunderschönen Landschaft rund um Rolling Hills. Willkommen zu diesem Reit- und Springturnier. Und ich finde es so toll. Es sieht einfach so hübsch aus. So, wir haben auch noch zweimal. Also wir haben hier, warum bin ich nicht angaloppiert? Das hängt ja schon mal gut an hier. Ich möchte bitte nochmal neu starten. Das verstehe ich jetzt gerade echt nicht. Aha. Jetzt geht's. Oh, ich muss dabei in Ochsen. Na toll. Super, bin ich direkt erstmal zu schief drüber gesprungen. Nee, komm Leute. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das ist so ewig lange her. Jetzt machen wir aber richtig. Also ihr habt gerade schon gesehen, wenn man das Hindernis zu schräg anreitet, dann gibt das nichts. Dann reißt man die Stangen runter. Sie können aber auch einfach nur wackeln und liegen bleiben dafür. Links seht ihr, wie viele Hindernisse wir schon überwunden haben. Rechts seht ihr, wenn wir Fehler gemacht haben. Oha. Und unten diese violette Anzeige, ich drücke mal drauf, auf der Leertaste, können wir einen Sprint einlegen, um ein bisschen Zeit gut zu machen. Das empfiehlt sich besonders auf langen Strecken, wie hier jetzt zum Beispiel. Boah. Wo muss ich denn hier rum? Nein! Ja, das geht auch. Gut. Was? Nein, ich bin disqualifiziert worden. Nein! Ja, ich blamier mich jetzt hier ja gerade schon mal richtig. Oh Gott, was ein Parcours.
Ich muss ehrlich sagen, an den kann ich mich so gut wie gar nicht mehr erinnern. Das nächste, das ist, also es gibt auch übrigens Plätze, es gibt so richtig schöne Rasenplätze, so ein bisschen eher gelbliche Rasenplätze wie hier. Dann haben wir auch Hallenturniere. Die sind ein bisschen komplizierter, weil da einfach die Platzbedingungen ein bisschen unpraktischer sind. Ja. Jetzt läuft das hier doch. Und ich bin übrigens schon sehr gespannt, manche von euch wissen das vielleicht, dass Packy das auch schon gespielt hat. Und ich werde immer mal so ein bisschen gucken und hier einen Zeitenvergleich machen. Mal gucken, wer die Parcours besser durchbekommt. Ich habe mich jetzt hier eben schon ein paar Mal in die Nesseln gesetzt und ordentlich Fehler reingebaut. So, jetzt wird das doch hier. Und das war's. Da hinten ist jetzt das Ziel. Juhuhuhu. Exzellente Runde für Pferd und Reiter. Damit haben wir Gold gewonnen. 1, 10, 29. Wir haben die Sprintstrecke und das burgunderrote Jackett freigeschaltet. Was ich gerne mal noch mit euch machen würde, ist mir die Wiederholung angucken. Weil da hat man nämlich richtig, richtig coole Kameraeinstellungen drin und ich schaue mir das immer ganz gerne nochmal an. Wenn ihr das gar nicht sehen wollt, dann kann ich das natürlich auch lassen. Ich finde das jetzt persönlich immer sehr interessant. Und da kommt auch hier, ihr seht es nochmal, die ganze Grafik so ein bisschen zum Tragen. Auch teilweise mit Zeitlupe und ich finde es richtig, richtig cool gemacht. Muss ich wirklich sagen. Ich liebe das absolut. Ah, das ist so toll, das ist so schick. Sehr schön. Das hier ist jetzt im Endeffekt, so ist das ganze Spiel, aber ich finde es sehr, sehr schön. Das baut wirklich aufeinander auf, die Hindernisse werden schwieriger und werden höher und auch die Linienführung wird einfach komplizierter und komplexer bis zum Schluss. Und das ist einfach für mich persönlich nach wie vor eine der besten Reitsportsimulationen, die ich je gespielt habe. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß, ich überschlage mich hier gerade mit Komplimenten, aber es ist einfach so herrlich. Aber hier, guck, Romero macht das doch gut. So, jetzt hier, oh, hier, Zeitlupe. Das ist so genial. Das sieht so schick aus. So, und das war's. Jetzt da hinten kommt nur noch das Ziel. Zack. Aber mir ist eben aufgefallen, ich muss definitiv die Soundeffekte und den Stadionsprecher noch leiser stellen, weil da platzen mir echt die Ohren. So, ich gucke mal gerade, wir sind jetzt tatsächlich schon bei 14 Minuten, die wir aufgenommen haben. Ich hoffe, euch hat die erste Folge gefallen, auch wenn wir noch nicht so viel geschafft haben. Und ich hoffe, ihr begleitet mich weiter hier auf meiner Reise durch My Horse and Me 1. Ich würde mich freuen, morgen sehen wir uns wieder und dann schauen wir uns auf jeden Fall das grüne Dutzend an. Also ihr Lieben, macht's gut und bis morgen. Tschüss!